dabei. Es geht zum ersten Mal für Hansa wieder in die zweite Liga. Auftaktspiel gegen Karlsruhe. Und dort herrscht so eine Mischung in der Atmosphäre aus Nervosität, Vorfreude und auch ein bisschen Ungeduld. Die Vorfreude. Diesmal ist sie riesig. Spieler Brian Malone freut sich, bei Hansa zu sein. Hansa freut sich, in einer Liga mit so vielen Großen zu spielen. Auch für die Frauen der Spieler ein Abenteuer. Jetzt sind wir einfach froh, dass es losgeht. Und das heißt, das ist so eine Anspannung, die dann natürlich auch irgendwie mal raus will. Der 22. Mai. Noch wirken die Bilder, der Aufstieg, ganz frisch. Aber seither hat sich viel getan. Trainer Jens Hertel hat unangenehme Entscheidungen treffen müssen. Für einige Aufstiegshelden ging es hiernach nicht weiter. Schon kurz nach den Feierlichkeiten der Blick nach vorn. Die Mannschaft entwickeln, ohne ihren Charakter zu verlieren. Die Aufgabe, vor der Hertel jetzt steht. Und das hat er auf dem Zettel. Ganz vorn die Mentalität erhalten. Der vielleicht wichtigste Punkt, der Niederlagen wird es geben. Wenn wir die Mentalität verlieren oder wenn wir da ein Stück weit nachlassen, ich glaube, dann wird es ganz schwierig für uns. Also das ist ein Fund, was wir unbedingt hochhalten müssen. 8 neue Spieler ziehen jetzt mit. Spieler, die Erfahrung mitbringen. Verstärkung für alle Mannschaftsteile. Fünf Wochen Vorbereitung. Arbeit auch an der Defensive, die wieder Prunkstück sein soll. Denn künftig dürfte Hansa dem Ball öfter hinterherlaufen. Wir werden wahrscheinlich den einen oder anderen Kilometer mehr abspulen müssen als der Gegner. Und dafür müssen wir bereit sein. Und bei Rückschlägen die Stimmung im Blick behalten. Fans sind wieder zugelassen. Je länger die Anfangseuphorie hält, umso besser für die Spieler und ihr Selbstvertrauen. Natürlich, auf Strecke musst du Ergebnisse liefern, dass die Euphorie oder die Stimmung halt auch gut bleibt, auch außerhalb. Und deswegen ist das immer so ein Geben und Nehmen. Also wir brauchen die Energie von außen, von den Fans, aber wir müssen sie natürlich dann auch nutzen, um zurückzuzahlen. Alles bereit. 14.500 Fans morgen. Die Geisterzeit vorbei. Jetzt muss es das Team nur vom Papier auf den Platz bringen.